volle Einsatz, der sich auszahlt. Balladen sind für Benjamin Boyce schon seit früher Jugend die Filmmusik seines Lebens. Da gibt es einen Song von Phil Collins, Take a Look at Me Now, von Against All Odds. Yeah. Und dabei, das war mit, wie alt war ich, 14 oder so. Und dann hatte ich meine erste Freundin gehabt und ich war sehr verliebt und alles. Ich habe zwei lange Beziehungen gehabt in meinem Leben. Eine von 7 Jahren, eine von 5,5 Jahren. Der Sex wird immer minder an einer langen Beziehung. Ja, das wird so nicht mehr so jeden Tag 4-mal oder so in den Anfang. Hi, hier ist Benjamin. Und gleich was von das Herz. Ja? Ich singe eine schöne Ballade für euch. Das ist Mandy. Und hey, ruf mich an. Also anscheinend haben wir dort lauter Mandys im Publikum, so begeistert wie sie sind. Meine Frage aber an unsere Mandy, meine natürlich Anastasia, entschuldige. Wie hat es dir gefallen? Also cool finde ich erstmal, dass du zu so einer Schnulze ein sportliches Outfit trägst. Das finde ich total cool und lässig. Hat was. Und das Motto ist ja heute Balladen, also muss ich jetzt so nach einem Faktor gehen, wie romantisch werde ich denn jetzt so? Und mir ist gerade nach Baden, Kennenlerdinner, Date, also so Richtung dein Einspieler, also hat funktioniert, Baby. Aber du hast eine Freundin, ne? Tja, die ist da. Da vorne? Schon wieder. Ich halte Sicherheitsabstand. Ja, ich wollte ihm nicht zu nahe kommen. Also wenn, dann ist es Anastasia, die hier anfängt zu flirten. Oder Thomas, wie wir gerade gemerkt haben. Eben. Ich wollte ja auch sagen, ich bin ja über diesen Schaumbad-Einspieler auch fast nicht hinweggekommen. Aber ich fand es sehr schön. Ich liebe Mandy sowieso. Barry Manilow hat es ja damals zuerst für seinen Hund komponiert und Brandy genannt. Das stimmt wirklich. Aber dann hat der Plattenproduzent gesagt, mach mal Mandy drauf, das verkauft sich besser. Gott sei Dank hat sich es besser verkauft und hat in dieser schönen Version heute geendet. Sehr schön. Wunderbar.
Der hat mir auch heute gesagt, dieser Song geht über den Hund. Und ich, was? Das sagst du mir heute. Ich habe die ganze Woche diesen Song geübt und du sagst, oh, das geht über den Hund. Ja, hättest du mich mal angerufen, dann hätte ich es ja gesagt. Oje, Baggerversuch abwehren. Harold, bitte schön, dein Kommentar. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist die Präsenz, die Bühnenpräsenz, die Benjamin mit diesem Song zeigt, ja. Und das ist wirklich überzeugend, und wenn man auch sich diese beiden Vorlagen, erstens mal Manilow und jetzt auch die neue Version, Westlife, glaube ich, ist das, ja, anschaut, ist das wirklich ein wirklich sehr, sehr wohl klingendes Werk, was Benjamin daraus gemacht hat. Und auch die Songauswahl für dich, es passt wirklich hundertprozentig, wirklich sehr gut. Danke. Wir wissen ja mittlerweile, warum Benjamin gerade so gefühlvoll hier auf der Bühne performt hat, weil seine Freundin da unten sitzt. Ich wollte ja schon mutmaßen, dass es vielleicht an Emilia liegt, mit der du ja nach der VOG-WM 3 Stunden lang bei der Aftershow-Party verschollen warst. Und wir uns schon weiß Gott was gedacht haben. Was ist denn da passiert? Hast du mal nachgefragt? Zum Ehes, ich kann hier alles sagen, weil meine Freundin ist nicht eifersüchtig. Und nein, die ist stark, die kann das. Aber Emilia und ich sind sehr gute Freunde. Wir finden einander sehr lustig. Für mich ist das wie eine Schwester. Also alles rein platonisch. Genau. Das hast du aber lange gebraucht, bis du geantwortet hast. Ist euch das aufgefallen? Na gut, Benjamin, ich merke schon, Themenwechsel, wir bleiben einfach bei den Gefühlen, für wen auch immer sie hier oben auf der Bühne stattfinden. Gleich werden sich Coolio, Emilia und Hathaway ins Zeug legen, sozusagen an deren Stelle dann den Weichspüler auspacken. Am besten, wir hören uns mal an, wie sie jetzt gleich um das Comeback des Jahres singen werden.